Ja, so, das können wir. Live auf Facebook. Hallo, liebe Follower von jenseits des Greifbaren. Hier spricht wieder euer Nepomuk Meier. Viele werden sagen, endlich, es wurde ja wieder mal Zeit, dass der Nepomuk ein Interview macht mit einer seiner ja, Medien. Und einen haben wir hier schon sitzen. Hallo, Janine, ich Hallo, grüße dich. Namaste, grüße dich auch, Nepomuk. Freut mich hier zu sein und alle Zuschauer. Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir wieder mal miteinander sprechen können. Das machen wir schon ab und zu, aber nicht über Live und nicht über Zoom und schon gar nicht, sagen wir jetzt mal, hier zu diesem Thema, was wir heute haben. Und zwar ein Thema, das viele vielleicht betrifft, viele, die noch ja, in der Angst sind, die noch ja, aufgrund von dieser Covid-Geschichte hier irgendeine Krise, eine Sinnkrise haben. Und über diese Dinge wollen wir sprechen. Aber zuerst sprechen wir mal über dich, für die Zuseher, die dich noch nicht kennen. Du bist eigentlich, ja, so wie wir das richtig in Erinnerung haben, in der Schweiz geboren. Ja. Du bist auch jetzt in der Schweiz festgenagelt. Du kommst hier nicht weg. Denn Genau so. normalerweise lebst du die meiste Zeit auf Bali. Denn auf Bali hast du deine medialen Fähigkeiten, die ja sehr umfassend sind, die man auf deiner Homepage sehen kann, von vielen, vielen, ja, sag ich mal, Schamanen, wenn man so bezeichnen darf, ja, dir Ja. beibringen lassen, ja, verfeinern lassen, vervollständigen lassen, ausgebaut. Und ich muss ja, wie soll ich sagen, auch immer meine Medien natürlich selber testen, denn wer kann irgendetwas berichten, was er nicht selber getestet hat? Und das mache ich dann immer. Und dann gibt es welche, die mal sagen, ja, funktioniert nicht so. Und bei dir habe ich nicht nur von mir erkannt, dass das sehr, ja, sage ich mal, da sehr viel dahinter steckt, sondern auch von den ja, mittlerweile meinen Followern, die sage ich mal, über diese Interviews schon zu dir gefunden haben, über geistige Heilung oder andere Themen, die mir dann eben ja Dankesbriefe schreiben oder Dankesmail schreiben und sagen, ja, wir haben hier etwas aufgelöst, wo das ist ein 10 oder wie viele Jahren hier mitschleppe und keiner konnte das lösen und jetzt ist das plötzlich mit einem Gespräch oder zwei mit der Janine vorbei. Das hat mich natürlich schon extrem fasziniert, weil die Problembesprechung oft ja, mal länger dauert, auch mit mir schon, als wie du das aufgelöst hast. Das war auch spannend. Und darum bin ich da schon gerne auch jemand, der ja, immer wieder so Menschen wie dich und so Medien wie dich auch hier präsentiert, um zu zeigen, dass, ja, wir haben ja dieses Thema der erweiterten Realität, dass diese Realität nicht das ist, wo wir sie halten, sondern, oder was die Wissenschaft darüber denkt, dass es nur die elektromagnetischen Wellenspektrum gibt und der Rest ist Unfug oder Illusion, sondern eigentlich ist dieser Bereich, den wir hier wahrnehmen, eher der kleinste Bereich und der andere Bereich, den wir nicht wahrnehmen. Und das ist das, worüber wir heute sprechen, um diese Energien. Um die geht es eigentlich. Janine, dann gebe ich schon dir das Wort. Ich werde aber auch hier nochmal meinen Chat einschalten. Sollte in der Sendung jemand eine Frage haben, dann werden wir die natürlich auch hier beantworten. Ja, Und vielleicht gerne. am Ende. Und ich schalte hier mal meinen Chat ein. Und fangen wir an. Bitteschön, was verstehst denn du unter Energiemanagement? Energiemanagement, ja. Also jetzt vor allem in einer Krise, wo ja jetzt im Moment eben sehr viele in einer Krise stecken. Entweder eine Da hört man Lkw. schon bei dir ein Krisenauto. Jetzt ist der Mikrofon. Ja, ja. Eben sofort Alarm geschaltet hier. Also eben entweder eine weltliche Krise oder eine Sinneskrise, eine emotionale Krise. Und das eine ist natürlich, alles ist miteinander verbunden. Es gibt ja drei Schichten. Es gibt den Körper, Geist und Seele. Und alle hängen miteinander zusammen. Also eine Krise auf der einen Ebene ausgelöst. Eine reine weltliche Krise, sagen wir zum Beispiel ein Jobverlust, hat natürlich Einfluss auf unser Denken, das heißt die geistige Ebene, so auch auf unsere Seele, unsere Gefühle. Und somit sind wir schon in einer gesamten Krise drin, ganz ziemlich schnell, ohne dass wir uns helfen können. Und Symptome sind nachher eben auch zum Beispiel Panik, Angst, Depressionen und so weiter. Und
Jetzt geht es darum, dass ich eigentlich in den letzten paar Jahren gelernt habe, mein eigenes Energiefeld wahrzunehmen oder das Energiefeld von anderen auch. Und das ist so wie eine eigene Welt, in der wir stecken. Und wir haben eigentlich die Macht, der Manager, wir sind der Boss darüber und ganz bewusst der Manager davon zu sein. Also wie im Moment von einer Krise müssen wir eigentlich erste Maßnahmen ergreifen, um die Krise zu überleben. Es gibt kurzfristige Maßnahmen, längerfristige Maßnahmen. Es gibt Möglichkeiten, dass wir jemanden zur Hilfe ziehen. Es gibt Sachen, die können wir nur selber erledigen. Und so können wir das dann abchecken. Und dazu messe ich eigentlich jeweils auch jeden Tag eigentlich, wo stehe ich jetzt genau? Zum Beispiel emotional, wo stehe ich? Und ich messe das in einem 1 bis 100% Rahmen aus. Also ich sage zum Beispiel, heute Morgen bin ich nur 50% auf einem Level, sagen wir, emotional. Weil ich weiß, gestern hat mich irgendetwas tangiert, hat mich aus dem Gleichgewicht gebracht. Und dann probiere ich eigentlich möglichst dort etwas reinzugeben. Und das kann man auf verschiedene Arten und Weisen machen, natürlich. Man kann jemanden besuchen, jemanden anrufen, man kann meditieren, man kann spazieren gehen. Die Natur ist auch ein emotionaler Heiler. Und es gibt viele, ich könnte da endlos erwähnen, natürlich. Dann Anita, geht. möchte ich gerne gleich mal einhaken. Ja. Wir Männer, wir sind die lieben den Verstand. Wir lieben das Ganze irgendwie mit Intellekt durchzudenken. Aber von diesen Teilen, von diesen Maßnahmen, die du sprichst, hast du gesagt auch, ich gehe meditieren, ich gehe in den Wald, ich begebe mich in die Natur, ich begebe mich in einen anderen Schwingung. Wenn jemand das nicht kann, der sagt, ja, ich weiß ja gar nicht, ich meine, ich weiß schon, ob ich mich gut oder nicht gut fühle und so weiter. Aber wenn ich sage, du kannst jetzt mal ein Level von 1 bis 100 irgendwo sagen, okay, wo stehe ich denn gerade? Das kann ich gar nicht. Also muss ich da jetzt mit dich anrufen oder kann man sowas auch lernen? Weil Das du hast ja kannst gesagt, du du machst lernen. Energiemanagement. Ja, das ist eine Frage der Wahrnehmung, oder? Das ist auf der feinstofflichen Ebene eine Wahrnehmung. Jetzt ist das Prinzip, je mehr natürlich ein Mensch rational ist, desto mehr ist er geerdet, desto mehr ist er grobstofflich, desto weniger groß sind seine Wahrnehmungen. Und er kann weniger gut. Also die geistige Welt ist immer da, die Energie ist immer da, alles ist Energie und es ist immer genug Energie vorhanden. Nur, und die Energie will uns auch ja immer etwas mitteilen, nur können wir es nicht wahrnehmen. Das heißt, wir müssen eigentlich probieren, deswegen zum Beispiel auch die Meditation, den Gedankenfluss ruhig zu stellen. Und dann sind wir schon auf einer ganz anderen, auf einer viel seligeren Ebene, wo wir schon einmal Kontakt nach oben haben und ganz anders wahrnehmen. Das bedeutet, dass wir einmal natürlich unseren Verstand dazu benutzen, um die Dinge zu tun, die wir tagtäglich tun müssen: einkaufen, arbeiten, was auch immer, telefonieren, schreiben, was ich, etc. Alle diese Tätigkeiten, die man im Beruf braucht oder in der Freizeit. Und dann sollte man aber eine bestimmte Zeit am Tag nehmen, was ich, 5 Minuten, 10 Minuten, eine halbe Stunde, wo ich diese, Ja, halbe Stunde. wo ich lerne, wieder auf diese Sinne zuzugreifen. Nennen jetzt einfach mal diese erweiterten Sinne einfach mal zusammengefasst, den sechsten Sinn, also diese Intuition, diesen nicht greifbaren Bereiche wahrzunehmen, die was mit mir zu tun haben. Weil du hast ja gerade gesagt, die möchten mir permanent irgendwelche Informationen oder Botschaften geben und unser Filtersystem vom Wachbewusstsein, Unterbewusstsein und dieses kollektive Unterbewusstsein, da haben wir auch Filter, das ist ja unser biologischer Filter, weil wir können ja weder nur in diesem geistigen Zustand sein, ne? Das geht auch nicht. Oder wir haben ja aber jetzt in der westlichen Welt eben verlernt, diesen Zustand überhaupt wieder aufzunehmen. Na gut, in den letzten Jahren durch Yoga, durch bestimmte Sachen, auch durch Meditationen, kommt es schon wieder jetzt die Information in die Bevölkerung, dass man eigentlich das tun sollte. Aber viele, glaube ich, wissen immer noch nicht genau, für was sollte das überhaupt das gut sein. Und jetzt sprechen wir gerade darüber, du sagst, okay, das ist gut für dein eigenes Energiemanagement, weil wenn du dich gut fühlst, wenn du hier, sage ich mal, einen anderen Zugang hast zu diesen Informationen, bekommst du auch in Krisen vielleicht auch Hilfe nicht von deinen Gedanken, sondern die Gedanken drehen sich ja im Kreis, sondern
vielleicht irgendwelchen, was sagt man noch, ein Zufall, eine Information, also ach, das hilft mir jetzt weiter, oder? Also nein, ja, man nimmt natürlich dann, wir haben ja alle, das habe ich auch schon mal erwähnt, wir haben alle ein spirituelles Team. Auf der spirituellen Seite sind eigentlich Helfer vorhanden, die uns jederzeit auch zur Verfügung stehen und uns Informationen geben, die wir leider nicht wahrnehmen. Und wie kann jetzt ein Mensch, der den ganzen Tag gestresst war, eigentlich ein bisschen runterfahren und schon wieder Alarm und in die Ruhe kommen? Und nur in diesem Ruhezustand ist es eigentlich möglich, dass wir unsere Wahrnehmung erhöhen. Das heißt, wir müssen eigentlich jeden Tag als bewusster Mensch diese spirituelle Seite von uns auch pflegen. Unsere Beziehung mit der spirituellen Welt und mit dem Göttlichen muss gepflegt sein, so wie wir unseren Körper auch pflegen müssen. Der Körper ist ja das Gefährt und die Seele ist braucht den Körper eigentlich, um diese spirituelle Erfahrung zu machen in diesem Leben. Das heißt, wir müssen mehr Aufmerksamkeit der spirituellen Seite widmen. Auch mit dem Verständnis, dass wir ja durch Energie uns eigentlich verkörperlicht haben. Zuerst war die Energie oder war die Seele oder war Gott und dann kam das Körperliche. Das heißt, wir müssen viel mehr bewusst werden, dass wir uns eigentlich alles, was ist, selber produzieren. Ja, wenn man deine Webseite so betrachtet, dann hast du ja auch sehr viel, ja, sage ich mal, Hilfe auf dieser Seite schon als eine Art Podcast, sage ich mal, drauf, wie man sie anhören kann. Ja. Wer durch den, sage ich mal, durch diesen ganzen spirituellen, sage ich mal, Aufbau von der Selbstliebe, das ja auch ein großes Problem ist, aber das ist nicht heute unser Thema, bis über diese Anleitung zur Heilmeditation, ganzheitliche Kraft der Atemkreativität und alle diese Dinge, da kann man sich schon mal ein bisschen einarbeiten oder einlesen. Aber man kann ja bei dir auch ja, ganz unkonventionell, was du vorher gesagt hast, zu mich kann auch jemand, sage ich mal, wenn er so um 3 in der Früh einen Termin braucht, auch um 3 in der Früh einen Termin kriegen, wenn er wirklich eine Krise hat, um ihm akut zu helfen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, also wenn jemand jetzt, also ich mache eben so Krisenmanagement-Coaching auch für verschiedenste Krisen, unter anderem zum Beispiel auch für Frauen, die einfach emotional angeschlagen sind, zum Beispiel nach Scheidung, die nicht mehr in ihrem weiblichen Power sind, die eigentlich sozusagen von mir aus gesehen in einer emotionalen Krise stecken und somit auch nicht fähig sind, einen neuen Partner zu suchen. Dann mache ich auch für, natürlich Midlife-Crisis ist immer auch ein Thema. Es gibt so viele verschiedenartige Krisen. Eigentlich, wenn jemand mit mir so ein Coaching-Programm eingeht, sagen wir für 3 Monate zusammen mit mir zu arbeiten, biete ich auch an, dass man mich in Notfällen zum Beispiel außerhalb der Bürozeiten erreichen kann. So kann ich eigentlich sagen, kann ich meinen Klient viel mehr auch an die Hand nehmen, als vielleicht ein Psychiater, der halt nur von ja, 8 bis 5 oder 4 zu erreichen ist. Und ich denke, das macht sehr viel Sinn und ich habe das auch schon erlebt, dass das wirklich sehr kostbar ist für meine Klienten. Ja. Was mich natürlich auch interessiert, ist das Thema Midlife Crisis. Hat das einen, ja, wahrscheinlich hat alles einen spirituellen Hintergrund. Es gibt verschiedene Midlife-Crises. Wie wirst du das beschreiben? Ist der Unterschied zwischen Mann und Frau oder ist es ein biologischer Prozess, wenn man plötzlich feststellt, oh, man wird alter, älter oder keine Ahnung. Wie gehst du das Thema Midlife-Crisis an? Hat da jeder sein eigenes oder gibt es ein kollektives? Also es hat es ja nicht jeder. Nicht jeder hat eine Midlife-Crisis. Und für mich ist so eine Midlife-Crisis eigentlich so wie ein Punkt, sagen wir nach 40 Jahren, wenn man vielleicht noch nicht ganz seinen Weg gefunden hat und einen anderen Weg gegangen ist oder einen Kompromiss gemacht hat im Leben und aber die Seele ruft, das zu korrigieren, dann kommt eigentlich alles durcheinander. Also eine Krise ist, wenn alles upside down ist und muss sich ja, es ist im Tarot ist es der Turm, es fällt alles auseinander und muss sich neu ordnen. Und
das ist für mich so eine Midlife-Crisis, weil einfach jetzt nochmal eine Biegung kommt im Lebensweg, damit sich das berichtigt. Und das haben nicht alle, weil es gibt natürlich solche, die haben ihren Weg schon vorher recht klar gefunden und haben natürlich auch andere Krisen. Also ich denke, es ist halt immer zyklisch und alles hat seine Saison. Es gibt das kennen natürlich viele Spirituelle, auch die 7-Jahren-Zyklen, die 10-Jahres-Zyklen. Mit 40 kann man doch schon auch eine rechte Veränderung wieder erwarten. Und dort passiert vielfach diese Midlife-Crisis. So zwischen 40 und 42. Das ist 4 mal 10 und 6 mal 7. Oder? Und das ist so. Bei gewissen Leuten könnte ich jetzt das auch vorhersehen, weil wenn sie nicht hinschauen wollen, bevor dieser Zeitpunkt kommt, es geht halt auch um das bewusster wahrzunehmen, wo man steht und wohin man gehen soll oder muss. Und es ist eigentlich ja die Seele, die uns führt. Und das ist ja eben dieser spirituelle Kontakt, den wir pflegen müssen. Und wegen dem wir die Wahrnehmung steigern müssen. Du sprichst immer von Seele. Vielleicht sollte man diesen Begriff noch mal ein bisschen definieren. Mir kommt es immer so vor, als wenn diese Seele, dieses höhere Selbst, ist es ja in der Regel, ich sage jetzt mal, nicht inkarniert, sondern das bringt eben dieses Ich in die Welt, um hier Erfahrungen zu sammeln und das zurückgespeist wird in dieses höhere Selbst. Vielleicht auch bei diesen NATO-Erfahrenen, die wir zurückgeschickt werden. Wenn beim freien Willen kannst du dir nur selber zurückschicken. Das heißt, dein höheres Selbst sendet dich zurück. Das heißt, du beschreibst ja diese Seele, also du bist schon mit diesem höheren Selbst, diese Angebundenheit in diesem Bereich, die ja, sagen wir jetzt mal, nicht in diesem Körper so wie agiert, oder? Sehe ich das richtig? Ja, man darf natürlich die Seele nicht mit dem Ego verwechseln. Ja, klar. Also, aber das machen wahrscheinlich viele, weil es nicht ganz so einfach ist, das zu unterscheiden. Und auch finde ich sehr wichtig, zu unterscheiden, zum Beispiel, sagst du redest jetzt zum Beispiel auch von Sinnen, oder? Sinnlichkeit und Spiritualität gehört für mich nicht immer unbedingt zusammen, weil die Sinnlichkeit geht halt viel mehr um die Befriedigung der grobstofflichen Ebene. Und klar, man würde es gerne miteinander verbinden. Und genauso sehe ich das mit der Seele. Es ist eigentlich, es sind nicht unsere Emotionen, die vom Ego her produziert werden oder unsere Gefühle, die durch den Verstand produziert werden. Es ist eigentlich, die Seele ist viel höher, viel schöner und viel weniger berührbar. Ja, das ist eigentlich, das ist die zusammengefasste Datenbank unserer vergangenen und Ja. jetzigen und künftigen Leben, nicht? So kann man es Ja. sagen, oder? Ja. Wenn man es in der Computersprache ausdrücken würde, das ist wahrscheinlich leichter zu. Das ist praktisch unsere eigene Bewusstseinscloud, also unsere Datenbank, unser Betriebssystem, sage ich jetzt mal, ja, sage ich mal, wo es überhaupt diese Erfahrungen zur Verfügung stellt mit der Software, sagen wir mal, wenn man so sagt, jetzt gehe ich in den Körper, ich inkarniere hier, kommt diese, ja, Erfahrungen tatsächlich begreifbar zu machen, dass ich irgendwas in die Hand nehmen kann und diese Sinne erleben kann. Genau. Ja, Ja. also ich befasse mich, Entschuldigung, muss auch sagen, dass ich eigentlich habe in den früheren Jahren sehr viel gelesen über Spiritualität, viele, viele Jahre lang intensiv viel, aber im Moment nicht mehr. Und eigentlich je weniger ich über meinen Verstand reingenommen habe, desto mehr habe ich wahrgenommen. Und vielfach bin ich jetzt auch nicht unbedingt der Rhetoriker, der Theoretiker, der alles irgendwie verpacken kann. Wenn ich kann es dem Klient weitergeben, durch Erfahrung, durch ja, Wahrnehmung und mehr in der Erfahrung als einfach jetzt theoretisch zu lernen, wie mit der spirituellen Welt in den Kontakt zu kommen und diese Beziehung zu pflegen. Was mir aufgefallen ist bei dir, ist ja auch dieses Auslesen dieser, ja, sage ich mal, Informationen, nicht nur über den Ist-Zustand, sondern auch das, was kommt auf einen zu, ob das jetzt beruflich ist oder privat oder wie gehen bestimmte Tätigkeiten aus oder wo sind da gute Energien oder kommen da Widerstände etc. Auch diese Dinge,
kannst du bereits im Jetzt wahrnehmen, weil du eben scheinbar auf einen Bereich zugreifen kannst. Wenn man mal sagt, alles passiert jetzt, dann ist es ja jetzt auch schon die Zukunft, nur wir können die normalerweise so nicht wahrnehmen, aber über diese Sinne, über diese, ja, sage ich mal, über diesen spirituellen Zugang können wir das auch, da kann es auch, wie gesagt, jetzt können wir wieder zurück, kann es auch jemand lernen bei dir, wenn man sagt, okay, ich muss mich nicht an irgendein Medium wenden und du gibst einen Kurs von, keine Ahnung, 4 mal 5 Stunden und dann kann man das auch, oder hat es die Grundanlage, hat ja jeder drin, aber wir müssen den Zugang wieder finden, oder? Ja, natürlich, das kann ich auch unterrichten. Das mache ich auch eigentlich. Es gehört wie zu einem Coaching gehört das für mich dazu, eigentlich den Menschen zu helfen, sich zu verfeinstofflichen, um eben nachher fähig zu sein, ein Leben mehr in Balance zu leben zwischen Spiritualität und materieller Welt. Und das kann jeder lernen, absolut. Nur, ein sehr grobstofflicher Mensch hat natürlich massivst Mühe, sich zu verfeinstofflichen. Das geht nicht in einem Klick. Das ist ein Prozess und es braucht natürlich auch es braucht einen Wille und ja, eine Absicht, das zu wollen. Gibt es denn immer noch Berührungsängste oder Menschen, die sich an dich wenden, aber sagen, okay, sag's niemand oder das darf keiner wissen in meiner Familie oder etc. Oder hat sich das schon gelockert? Ist denn überhaupt ein Trend hier zu dieser Spiritualität, die ja wieder in dieses zurückkommen muss, in unser materialistisches Weltbild? Ist denn da ein Lichtblick am Horizont? Ja, nein, ich finde eigentlich jetzt, es verhärtet sich. Also für mich ist es so, die spirituell sind, sind noch spiritueller geworden. Und die anderen, vor allem durch jetzt die momentane Krise, die andere Lobby ist noch materieller geworden. Und ich glaube, das hängt sehr fest zusammen auch mit der Angst. Und dass man sich dann eigentlich quasi an die materielle Welt noch klammert. Weil jetzt ist alles im Moment unsicher und alles macht einem noch mehr Angst. Also so nehme ich die große Masse wahr und eigentlich wäre jetzt ja eine große Chance gewesen, aus der spirituellen Welt Hilfe zu holen. Glaube aber nicht, dass das sehr viele gemacht haben. Ja, genau, deswegen machen wir auch genau diese Sendungen und noch viele andere, um, ja, vielleicht diese Angst, das ist ja die Angst ist ja etwa begründet, dass ich irgendetwas verlieren kann. Die begründet dadurch, dass man sagt, ich habe nur dieses Leben, wenn das Leben vorbei ist, ist vorbei, ich muss hier eben viel Geld sammeln oder was auch immer tun, damit ich mir hier irgendwelche Genüsse oder Sachen leisten kann, die mich eben befriedigen. Und dann stellt man eben fest im Laufe deines Lebens, dass genau diese Dinge nur eine kurzfristige Befriedigung haben, im Gegenteil sogar noch eher depressiv machen. Und diese Dinge, die eben nicht greifbar sind, eigentlich genau diese Dinge sind, auf die es hinausläuft. Denkst du denn, dass da tatsächlich mal Zeit kommt? Gibt es da irgendwie auch Botschaften von der geistigen Welt, wo man sagt, die Menschen wissen voraus, sie sterben nicht mehr? Oder wird es immer ein Wissen sein für wenige? Also, dass ich Botschaften gebe von der geistigen Welt, für was, das habe ich jetzt nicht ganz Ja, ob die verstanden. geistige Welt dir Botschaften gibt und sagt, du pass auf, Janine, es kommt irgendwann eine Zeit, da weiß die ganze Menschheit auf der Welt, dass sie nicht stirbt. Ah, nein, ich bin viel mehr bei meinen Sessions, habe viel mehr auf Personen bezogen. Eigentlich beobachte, ich mache es eigentlich so, ich beobachte den momentanen Zustand eines Menschen. Ich brauche nicht mal unbedingt ein Bild, nicht mal unbedingt eine Stimme, sondern kann eben auch nur in die Energie gehen. Deswegen kann ich auch zum Beispiel Tarotkarten lesen auf Distanz, ohne im Chat, ohne mein Gegenüber, meinen Klienten zu sehen. Und dann anhand von der Energie, die ich wahrnehme, kann ich eigentlich sagen, was war im Vorfeld und was kommt danach. Okay. Das ist wie ein Samen, der im Moment drin ist und ich habe, sagen wir, einen Apfelbaumsamen reingetan und bin ganz sicher, irgendwann kommt der Apfelbaum und ist der Apfel da. Oder das ist sozusagen durch genaue Beobachtung und Einfühlungsvermögen und gute Absicht ist es eigentlich möglich zu lesen, was kommt als nächstes. Das ist wie ein Naturgesetz auch. Dann aber auch, wenn man in diese Energien reingeht, verbindet man sich mit dem Grobstoff, mit dem Feinstofflichen. Und dann kommen manchmal eben auch
Informationen. Entweder man kann Gedanken lesen, das mache ich oft, ist nicht immer ratsam vom Klienten, oder es kommen Eingaben. Ja, das wollen die Menschen wenigsten, dass man sagt, okay, weil ich bin so offen. Ja. Jetzt will ich keine Ahnung, jeder kann meine Gedanken lesen, das ist vielleicht nicht so gut. Nein, ich würde nicht sagen, das kann auch sehr positiv sein, weil es einem auf die richtige Spur bringt. Und dann, also Wünsche ist wieder etwas anderes auch, es ist wirklich viele Schichten. Aber dann kommen zum Beispiel eben auch Eingaben, wenn man in dieser spirituellen, sagen wir, Welt, im Universum dieses Menschen reingetaucht ist, kommen manchmal eben zum Beispiel auch Eingaben von Vorfahren oder von Geistführern oder das ist verrückt. Ich kann das manchmal auch gar nicht beschreiben, was war das jetzt? Was? Warum plötzlich? Und dann spreche ich dann halt einfach. Und das ist, stimmt meinst du, das ist schon haargenau, ja? Also das sehe ich an der Reaktion meines Gegenübers. Aber Janine, ich soll aber mit Sicherheit nicht den Menschen den freien Willen rauben, weil wenn man schon weiß, was auf einen zukommt, dann brauchen wir selber keine Entscheidungen mehr treffen, sondern es wird ja immer nur, wie soll ich sagen, als wie jemand, der seine Schiffsreise hat und weiß, es kommt ein Sturm auf, da muss er seinen Schiffstag jetzt mal ganz anders verplanken, als wenn er sagt, na, jetzt haben wir die 3 Tage Sonnenschein, dann können wir hier ein bisschen, ja, sag ich jetzt mal, am Deck hier schruppen und andere Dinge tun. Das heißt, klar, diese Sinne sind ja auch dafür da, um leichter, sag ich mal, in dieser grobstofflichen Welt zu agieren. Und ich glaube, ganz wichtig ist, zumindest sehe ich das so, dass man auch diese Aufgaben, die man sich hier in diesem Leben gestellt hat, natürlich auch immer wieder, sag ich jetzt mal, so vor Augen geführt wird, und zwar vom inneren Auge. Oder ist das? Weil man ist ja hier nicht als Y-Polerei, sondern man hat sich hier Aufgaben ausgesucht und Erfahrungen zusammen, oder? Ja, nur um das wahrzunehmen, braucht es schon eigentlich eine sehr hohe Wahrnehmung und eine Vergeistlichung. Die meisten Menschen nehmen nur Ausschnitte, kurze Ausschnitte von ihrem Lebensweg wahr und erkennen nicht das große Ganze. Und wenn man natürlich das große Ganze schon wieder... erkennt, gibt einem das eine ganz andere Perspektive. Das wirklich schlimmer ist eigentlich, und das ist genau auch in solchen Krisen drin, dass man eigentlich nur so einen kleinen Zeitabschnitt wahrnimmt, auch zum Beispiel in einer solchen Krise das Gefühl hat, das bleibe ewig, es geht nicht mehr vorbei. Dieses Gefühl ist furchtbar und auch blockierend, eben Blockaden. Und das zu erkennen, so einen Lebensweg zu erkennen, da kann ich zum Beispiel auch helfen. Aber ein durchschnittlicher Mensch, denke ich, das ist ganz schwierig. Erstens mal, nicht, dass er es nicht könnte, nur er nimmt sich mal sicher die Zeit nicht oder hat sie nicht und kann kaum runterfahren. Es ist einfach wirklich schwierig und in dieser Welt zur Ruhe zu kommen, denn erst in der Ruhe kann man sich verbinden. Und wahrnehmen. Ja, Janine, dann hoffen wir, dass wir, sag ich jetzt mal, durch deine Informationen mal wieder gelernt haben, dass auch in der Ruhe die Kraft steckt, und zwar auch die spirituelle Kraft, Dinge und Krisen zu lösen und Informationen zu bekommen. Und für diejenigen, die vielleicht sagen, okay, vielleicht kann mich jemand unterstützen, ich werde deine Webseite hier nochmal verlinken auch, damit die Leute wissen, wie man die erreichen kann, etc. Und zu sehen, was du sonst noch alles im Angebot hast. Und wir werden mit Sicherheit auch in Zukunft wieder mal Gespräche führen zu anderen speziellen Themenbereichen. Und ja, dann sage ich mal herzlichen Dank, Janine. Und ich hoffe, dass dieser Lockdown irgendwann mal aufhört, dass du wieder auch, sage ich mal, in deine Heimat kommst, dass deine Krisen überwunden werden können. Ja, danke vielmals, Nepomuk, und allen Zuhörern. Ja, danke euch. Und bis bald. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss.